Heute geht es um SCP-003-DE. Das ist das zweite Video von allen deutschen SCPs. In der letzten Folge haben wir erklärt, was SCP-002-DE, Ignis Purgatorius, eigentlich ist. Wenn es euch interessiert, schaut es euch an, und wenn euch die deutschen SCPs generell interessiert, verfolgt die dazu erstellte Playlist. Objektnummer SCP-003-DE. Klassifizierung: sicher. Sicherheitsmaßnahmen: SCP-003-DE befindet sich im Standort DE18 auf der Ebene 3 im Verwahrungsraum 323, welcher mit einer Rotlichtlampe beleuchtet wird. SCP-003-DE ist in einer undurchsichtigen Einsteckhülle verwahrt, die zusätzlich in einem undurchsichtigen Transportbehälter aufbewahrt wird. Forschungspersonal, welches an Hämophilie leidet und zudem die lateinische Sprache versteht, ist der Zugriff auf SCP-003-DE untersagt. Personen, die durch SCP-003-DE einen Blutverlust erleiden, müssen sofort von SCP-003-DE entfernt und unter ärztliche sowie psychologische Beobachtung gestellt werden. Beschreibung: SCP-003-DE ist ein 32 x 23 cm großes und 0,3 cm dickes Pergament, welches aus menschlicher, heilhäutiger Haut hergestellt wurde und aus dem Ende des 15. Jahrhunderts stammt. Anhand von Ergebnissen einer Untersuchung mit der Radiokarbonmethode konnte dies datiert werden. Auf dem Pergament befindet sich ein lateinisch verfasster Text aus Menschenblut der Blutgruppe AB-positiv. Die Schrift stammt laut der graphologischen Analyse von einem Linkshänder. Der Text beinhaltet 7 lateinische Verse, die in Gedichtform geschrieben wurden und sich mit der Thematik des Blutens befassen. Das Lesen der Verse von SCP-003-DE ruft eine plötzliche Blutverdünnung, Rückbildung von Schorf und Herzrasen hervor, welche zu einer Blutdruckerhöhung führt und wiederum einen Blutverlust aus Nase und Wunden verursacht. Das Lesen weiterer Verse verstärkt den Blutverlust kontinuierlich. Nach den näheren Untersuchungen wurde festgestellt, dass keinerlei Anomalien auftraten, wenn die Testsubjekte die lateinische Sprache nicht verstehen. Erst wenn das Subjekt die Verse des Textes verstanden und diesen direkten von SCP-003-DE abgelesen hat, traten die genannten Beschwerden auf. Die lateinisch sprechenden Testsubjekte, die angefangen haben, den Text von SCP-003-DE zu lesen, fingen an, diesen jedes Mal vor Ohr zu tragen. Es wurde darüber hinaus beobachtet, dass die Schrift von SCP-003-DE anfing, rötlich zu leuchten, wenn die lateinisch sprechenden Testsubjekte die anfingen zu lesen. Als die Testsubjekte den Text gelesen haben, fingen sie an, den Text ständig erneut komplett zu lesen. Selbst dann, als die Testsubjekte einen aktuellen Blutverlust erlitten, beim mehrfachen Lesen des Textes wurden die Testsubjekte ohnmächtig und verbluten in kurzer Zeit darauf. Das Sonderbrechen des Ablesens löste bei den Testsubjekten einen plötzlichen Tobsuchtanfall aus und das Verlangen, den Text von SCP-003 weiterzulesen. Wenn das Testsubjekt den Text von SCP-003-DE nicht weiterlesen konnte, endete der Tobsuchtanfall nach einigen Minuten und ging zu einem unterschiedlichen, langhaltenden, mehrstündigen Angstzustand über, der eine temporäre, zwangneurotische Wiederholung der gelesenen Verse bei den Testsubjekten verursachte. Während diesem Zeitraum sind die betroffenen Testsubjekte nicht ansprechbar und reagieren aggressiv-passiv auf Interaktionen mit ihnen. Testsubjekte, die keinen Angstzustand mehr aufwiesen, litten an Amnesie und konnten sich nicht an SCP-003-DE, den Textinhalt oder an die Ereignisse während ihres Angstzustandes erinnern. Zudem fand man heraus, dass SCP-003-DE imstande ist, Blut aus nächster Nähe anzuziehen und dieses zu absorbieren. Je nach Blutmenge dauert dieser Prozess nur wenige Sekunden bis einige Minuten. Auf SCP-003-DE konnte darauf keinerlei Blutspuren erkannt werden oder andere Spuren, die darauf hinweisen würden, dass SCP-003-DE mit Blut in Kontakt kam. Abgesehen dessen blutgeschriebenen Text, welchen SCP-003 aufweist. Nach weiteren Tests wurde festgestellt, dass SCP-003-DE andere Flüssigkeiten abweist und diese somit nicht in SCP-003-DE eindringen können. Entdeckung: an Daten gelöscht. Im Archiv des deutschen Klosters, zensiert, fand man die blutverschmerzte Leiche des Klosterarchivars in seiner Blutlache liegend vor.
In der linken Hand des Archivars befand sich SCP-003-D, allerdings war auf dieser Hand und rund um SCP-003-DE kein Blut aufzufinden. Nachdem die Polizei verständigt wurde und den Fall dokumentierte, hat der deutsche Zweig der SCP Foundation vom Vorfall mit SCP-003-DE erfahren. Zwei Agenten der Foundation haben umgehend SCP-003-DE aus der Asservatenkammer der Polizeistation sichergestellt und im Standort DE18 abgeliefert. Ende. Wenn etwas noch unklar ist und ihr Fragen habt, stellt sie ruhig. Wenn ihr wissen wollt, was ein MTF ist und was die machen, schaut euch das Video an, und wenn ihr wissen wollt, was SCP-002-DE ist, schaut euch das andere Video an. Wir sehen uns.